Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der Review von New Super Mario Bros. U. Was ich als erstes dazu zu sagen habe, was mich gestern schon gestört hat. Und zwar kann man den Classic Pro Controller nicht benutzen für dieses Spiel, sondern muss tatsächlich eine Remote nehmen oder das Gamepad. Das ist zu beachten, wenn ihr mit anderen Leuten spielen wollt. Ja, es gibt verschiedene Mii-Modi, wo man mit dem Mii spielt. Wir gehen erstmal in das normale Spiel und schaltet sich bei Nichtbenutzung. Ja, das ist ja völlig legitim, das ist ja klar. So, Gamepad. Wenn man als Einspieler mit dem Wii U Gamepad spielt, hat man nicht besondere Vorteile, als wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Remote spielen würde oder sowas. Weil man sieht einfach auf dem Gamepad genau dasselbe wie das, was da oben am Fernseher passiert. Jetzt lasst einfach mal das Intro auf euch wirken. Es ist ein bisschen anders als bei dem normalen New Super Mario Bros. Ja, das ist neu, dass Eicheln durch die Gegend fliegen bei Super Mario Bros. Eher ungewöhnlich. Hat was mit der neuen Fähigkeit zu tun, die Mario bekommt. Ja, nicht überraschend die Story, nichts besonders Neues. Und zwar wird Daisy entführt. Von Bowser, beziehungsweise gefangen genommen. Und wir kämpfen uns wieder durch zig Levels, ja. Gut, also wie gesagt, auf dem Gamepad wird genau dasselbe gezeigt wie auf dem Fernseher. Da kann man eigentlich getrost die Wiimote nehmen, wenn man alleine spielt. Das Gamepad, das bringt da absolut keinen Vorteil. Da kann man sich lieber den Akku sparen. Übrigens schon den Ausdauertest gemacht. Nach 3,5 Stunden war mein Gamepad alle. So viel zu der Ausdauer von dem Batterieding hier. Ja, es gibt jetzt halt hier das Inventar. Das kann man sich mit B angucken. Und da habe ich jetzt aber den falschen Knopf gedrückt. Deswegen sehen wir jetzt erstmal den ersten Level. Rennen mit X oder Y. Springen mit A oder B. Oder hier diesen Drehsprung mit oben den L- oder R-Tasten. Ist dabei eigentlich total egal, welche man drückt. Passiert überall dasselbe. Ja, und da ist das erste Eikörnchen, das mir jetzt entkommen ist mit einer Eichel. Das ist natürlich jetzt schade. Hätte ich euch jetzt gerne mal gezeigt. Ansonsten muss man sagen, also die Grafik, die sieht schon sehr, sehr gut aus in HD. Wobei wir das jetzt hier, ich nehme das ja alles in 720p nur auf. Aber ich muss sagen, selbst auf 720p dürftet ihr den Unterschied sehen zum normalen... New Super Mario Bros. Ja, und hier seht ihr schon die erste Fähigkeit, die Mario hat in dem New Super Mario Bros. U. Und zwar dann Eichhörnchen. Eichhörnchen-Fähigkeit. Ja, und der befähigt Mario zum Gleiten. Ja, ich weiß jetzt, was ihr denkt. Nein, nicht das Gleiten, sondern einfach durch die Luft gleiten. Das ist kein Gleitcreme-Hörnchen. Ja, mir ist es tatsächlich passiert, weil ich ja immer alle Geheimnisse finden will, dass beim ersten Mal den ersten Level spielen bei Mario, mir wirklich die Zeit weggelaufen ist. Ach ja, und als Eichhörnchen kann er sich überall festkrallen. Ist natürlich auch eine schöne Fähigkeit. Kann aber allerdings auch jede Frau. Ah, heute hau ich die Sprüche raus hier. Ja, da war, glaube ich, ein Geheimgang. Ja. Immer Besonderheiten im Auge behalten. Und hier geht es nämlich, glaube ich, abwärts, wenn ich jetzt hier runterspringe. Jo.
Wenn man da dann springen will, dann muss man übrigens richtig gut timen. Wenn man so an der Wand hängt. Ist nicht ganz einfach gemacht. Ja, ich liebe einfach diese Super Mario-Grafik und Super Mario-Mucke. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber ist für mich immer noch das beste Jump'n'Run, das es gibt. Mario. Egal in welcher Form. Es wird ja auch nie langweilig, auch wenn es immer dasselbe ist. Das Konzept von Mario geht einfach auf. Ja, alles geschafft. Man könnte meinen, ich habe den Level geübt. Ja, und das hier sind zum Beispiel, hier oben ist, glaube ich, war das, als ich das mal mit, zu zweit gespielt habe. Oh. Da war ein Mond oder irgendwas, das konnte man nur im Zwei-Player-Modus, wenn jemand das Pad hat, benutzen. Ah, okay, man kann auch hochgleiten, sehe ich gerade. Jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Ah. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das ist... Oh, das ist... Ah. Das ist wieder die typische Gameblamer-Aktion. Verdammt. Damn it. Ja, kriege ich natürlich nicht neu. Oh, und jetzt ist die Zeit auch schon wieder abgelaufen. Ah. Oh. Und eine Eikel kriege ich auch nicht mehr. Ah. Ja, okay. Ja, das war der erste Level. Und es ist schon schön, die Mario-Genossen mal in HD zu sehen. In 1080p sieht das Ganze noch ein bisschen feiner aus. Wie gesagt, das ist jetzt ja 720p. Ja, also mit B Inventar, da kriegt man nachher so Sterne rein und Pilze und Eikeln und sowas, die man dann am Anfang nehmen kann. Und dann kann man in den Level reingehen, da hat man das direkt. Kartenansicht mit L. Kann man sich hier mal ein bisschen umgucken. Wir machen mal hier, wir zoomen mal ein bisschen raus. Ne, da muss man lang. Da kann man dann zum Beispiel runter und... Oh, alles so wunderschön. Ja, man muss wirklich sagen, Nintendo gibt sich immer Mühe. Und es sieht auf jeden Fall nicht aus wie das normale New Super Mario Bros., wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, wer New Super Mario Bros. Hat, kann sich auch ruhig New Super Mario Bros. U holen. Und schon allein mit der Eikel hat man ja eine Neuerung. So. Zurück zum Menü. Hier kann man Sternmünzen, kann man gucken, wie viele man schon hat. Spielerauswahl, da kann man sich, ja, um die Spieleranzahl ändern zu können, bitte zuerst der Wii-Fernbedienung, dann könnte man sich dann seinen Spieler aussuchen. Steuerung, wie auf der Remote, genauso wie auf dem Gamepad. Zwischenspeichern, Hauptmenü, gehen wir ins Hauptmenü. Und dann zeige ich euch noch ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel Herausforderungen im Mii-Modus. Ja, Wii U Gamepad. Da kann man sich seinen Charakter aussuchen. Ich nehme meine Mii. Und zwar bin das in dem Fall wirklich ich. Mütze auf oder ab kann man sich aussuchen. Wow, Gameblamer! Ein oder mehr neue Herausforderungen sind jetzt Probezeitattacke. Erreiche da innerhalb das Ziel. Ja, das machen wir mal. Oh, hört sich voll enttäuscht an. Puh. Ja, da muss ich auch sagen, das war doch mal eine super Leistung, oder? Aber nur im silbernen Bereich. Um ein paar Hundertstel, glaube ich, die goldene verfehlt. Yeah! Silber. Na. Das ist übrigens ein Baby-Yoshi. Der ist, glaube ich, auch neu, oder? Ja, weiß ich nicht.
So. Ja, das sind auf jeden Fall so. Dann gibt es hier Münzsammlung-Herausforderungen. Dreisprung, sammle auf deinem Weg zum Ziel Münzen ein, indem du geschickt den Dreisprung einsetzt. Oh, ja, das ist schon eine Ecke schwerer. Versuchen wir es noch einmal. Dreisprung ist also mit Anlauf der Sprung. Ach so, nee, das ist immer, weil man dreimal springt. Ah, ich kannte das vorher noch nicht. Jawoll! Also wenn man dreimal hintereinander schnell springt, so, dann macht man einen speziellen Sprung. Das wusste ich gar nicht. Man lernt immer noch dazu. Neuer Highscore. Gameplay-Mar! Bronze nur. Bronze. Naja. Naja. Ich verstehe die Leute nicht, die immer Bronze sagen. So, One-Up-Rally. Was steht da? Gangbang, Ganggang, Gumbalk. Gumbalke-Balke. Um One-Ups zu erhalten, springen auf möglichst viele Gumbelger in Folge. Ah, schon ver... Ah. Versuchen wir es nochmal. Da finde ich schön, so kleine Herausforderungen. Das ist nochmal, wenn man das Spiel durch hat. Leute, verurteilt mich nicht. Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Oh, das ist übrigens die Dr. Mario Musik jetzt im Hintergrund gewesen, oder? Haben noch einmal, probieren wir. Einmal haben wir Zeit noch. Nein! Ja, okay, ich gebe auf. Ich gebe auf, ich gebe zu, ich bin doof. Diverses. Nagelbrett im Feuerregen. Lass dich im vorgegebenen Zeitraum nicht von Feuerbällen treffen. Okay. Ah. Ja, das sieht stupide aus, aber ich kenne Nintendo. Das ist bestimmt nicht einfach gleich. Wieder Dr. Mario Musik übrigens im Hintergrund. Weiß ich gar nicht. Kennen das noch einige von euch? Ach, ja. Das war das, wo man die Pillen von oben geworfen hat. Das war richtig cool. Das habe ich auf dem Gameboy verschlungen. Auf dem schönen grün-schwarz Gameboy. Ja, war ja nicht schwarz-weiß, war ja grün, grün-schwarz. So, und jetzt, ich guck mal. Boost-Modus. Für die Herausforderung Boost-Modus wird eine Wii... Ja, ja, tut mir leid, Leute. Ich dachte, das geht dann nur mit dem Gamepad. Das, da habe ich mich dann getäuscht. Ja. Hauptmenü. Ja, 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 ja. Beenden und zurückkehren. Schnellspiel. Was haben wir denn da? Spiel beginnen. Ja. Einfach zwei Level. Sammle Münzen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und hol den Rekord. Ja, gucken wir mal, was das so ist. Ah, nur weil ich dieses Eichhörnchen haben wollte. Na gut. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, das ist einfach nur die Level mit auf Zeitvorgabe, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise, wenn man halt Münzen sammelt, dann... geht das schneller. Dann sammeln wir mal ganz schnell ganz viele Münzen, damit das auch schneller geht. Und die Review nicht wieder so ausschweifend riesig wird. Dann kommen wieder Leute, sagen, das ist keine Review, sondern ein Let's Play oder Gameplay. Ah, schade, das habe ich natürlich jetzt verpasst, diese Münze. Diese Münzen.
Oh, 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 oh. Ja, war klar, dass das daneben geht. Ah. Was sagt uns das? Nicht in so versteckt. Ah. Eichhörnchen. Schneller. Ja, nee, dazu haben wir jetzt keine Zeit. Eichhörnchen Power. So, vielleicht schaffen wir diesen Level ja diesmal. Wäre natürlich zu wünschen. Ich weiß, Leute, ich bin nicht gut. Aber wenigstens besser als vorhin. Schneller! Ah, das war natürlich doof gelaufen jetzt. Ha! Ja, mogeln geht immer. Mario Time. Und jetzt muss ich den zweiten Level auch noch schaffen, glaube ich. Gut. Und das Doofe ist ja, man muss ja tatsächlich darauf achten, dass man Münzen einsammelt, weil es sonst nicht schneller wird. Jo. Ja, das war abzusehen. Sonst kann man ja den Rekord nicht schlagen. Wenn es nicht schneller wird. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ja, ist schon was anderes, wenn man unter Zeitdruck das spielt, als wenn man es normal spielt. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so viel ausmacht. Ich komme schon ein bisschen ins Stocken hier. Ja, klar, wie soll das denn jetzt gehen? Die haben ja wohl ein Popo offen. Oh. Oh. It's a me, Mario. Komm, flieg noch ein bisschen vor. Ich brauche ein bisschen Vorlauf. So. Oh, nee. Oh, no. Naja, egal. Shit happens. Level beendet. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Neuer Rekord. Ja, Gameblamer. Ich arbeite übrigens momentan an einem neuen Gameblamer-Lied. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ja. Zurück zum Menü. Hauptmenü. Ja, möchte ich. Und als letztes haben wir noch Münzenjagd. Was aber nicht nur mit dem Gamepad geht. Es tut mir leid. Ja, was bleibt dazu zu sagen? Also, ich meine, gut, 59,99 € finde ich jetzt ein bisschen teuer für Super Mario Bros. U. Ich hätte lieber... Also, ich würde mich besser fühlen, wenn ich 49,95 € bezahlt hätte. Aber es ist halt Mario und Mario wird gekauft und gespielt. Das ist ein ungeschriebenes Nintendo-Gesetz. Und es macht Spaß. Es macht auch im Mehrspieler Spaß. Ich habe das gestern halt mal, wir haben das zu zweit gespielt und ja, man kann mit den Blöcken wirklich, wie in der Werbung gezeigt, sehr viel Blödsinn machen.
Und wenn dann jemand da dran ist, der zum Beispiel ausflippt mit dem Stab, man kann dann einen Stern einsammeln und dann kann man jede Menge Blöcke setzen. Und wenn man dann jemand hat, der dann total ausrastet mit dem Stylus Pen auf dem Gamepad und man selber möchte eigentlich den Level schaffen, dann hat man keine Chance. Dann ist man plötzlich mit von Blöcken umgeben. Besser funktioniert es dann, wenn man sich mit seinem Partner immer abspricht und sagt, hör mal, ich möchte jetzt nach da oben links, bau mir doch mal eine Brücke mit den Blöcken. Das funktioniert super. Man sollte den Partner halt nur nicht verärgern, weil sonst hat man wieder einen Block vom Kopf und fällt in die Schlucht. Das habe ich gestern schon mehrfach erlebt. Ja, macht auf jeden Fall dann Spaß, macht auch Sinn. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt Mario alleine spielt, legt das Gamepad an die Seite und nehmt lieber den die Wii-Mode. Ist erstmal ein weil man spart den Akku vom Gamepad. Das ist nervig, nach 3,5 Stunden musste ich das Gamepad gestern ans Ladegerät machen und das unterbricht einfach den Spielspaß. Ansonsten würde ich sagen, kriegt das Spiel von mir auch gute 85% Spielspaß, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, das war's dann wieder. Ne? Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wie spät es auch immer bei euch sein mag, sag ich mal. Und nicht vergessen, mich bei Facebook zu liken, den Gameblamer. Und ihr könnt mich im Nintendo Network und Xbox Live und PSN, wenn im PSN mal wieder Plätze frei sind, adden, da heiße ich Bestflower. Stay tuned. Euer Gameblamer. Ciao.